inshallah machen wir weiter mit unserem Thema Al-Qawa'id al-Arba'a, die vier Grundlagen. Und letztes Mal haben wir über Al-Shukr und Al-Sabr geredet. Und wir haben auch ein bisschen über At-Tawba auch geredet. لأن الشيخ رحمه الله زكت إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر. Diese drei Sachen, wenn man hat, هذه السعادة. Das ist die Zufriedenheit. الشكر, Dankbarkeit, الصبر, Geduld und الاستغفار والتوبة. Das ist normalerweise, das ist die Zufriedenheit. Wenn jemand diese drei Sachen nicht hat, er wird nie zufrieden sein. Das heißt, Shukrullah Azza wa Jal, dass du Allah Azza wa Jal bedankst. Und dass du auch geduldig bleibst. Und dass du auch Tauba machst, wenn du auch eine Sünde machst. Hadhihi al-unwanu al-sa'ada. Hakada qala. الشيخ رحمه الله und wenn man überlegt hat auch recht شكر الله عز وجل والصبر على البلاء او على الابتلاء والاستغفار عند الذنب diese drei Sachen هم عنوان السعادة das ist ein Titel der Zufriedenheit okay ثم قال الشيخ رحمه الله اعلم أرشدك الله اعلم das heißt musst du wissen und schau mal auch von seinem Adab von seinem Benehmen haben wir auch von Anfang gesagt er bringt dich was bei und trotzdem er macht auch mit dir Dua oder für dich Dua اعلم أرشدك الله أرشدك الله das heißt الرشد dass du immer beim richtigen Weg bleibst, dass du immer in diese Karawane, die mit Al-Quran und Sunna bleibst. Und Al-Sheikh al-Albani, rahimahullah, sagte, es ist nicht wichtig, dass du also diesen Weg also bis zum Ende kommst. Aber es ist wichtig, dass du bei dieser Karawane bleibst. Hat damit gemeint, es gibt viele Leute, die wollen schnell diese Früchte sehen. Zum Beispiel jemand, der Dauer macht, er will auch sehen oder live sehen, dass viele Leute Islam angenommen haben. Oder es gibt auch also viele Brüder und Schwestern, solange sie praktizieren, die wollen auch so viele Früchte auch bekommen. Damit ist gemeint, Dunya-Sachen. Aber das ist alles nicht wichtig. Wichtig, dass du auf diese Karawane bleibst. Auch wenn du unterwegs stirbst, es ist kein Problem. Hauptsache, dass du auf die Seile von Allah also festhaltest. Das ist wichtig. Und heute haben wir ein Beispiel. Zum Beispiel von der Sheikh Muhammad ibn Abdelhab, rahimahullah. Als er Da'wa gemacht hat, da haben ihm nicht Blumen also gegeben. Da haben ihm auch mit Steinen geworfen. Aber jetzt, die Früchte sind jetzt da. Also nach 300 Jahren. Dann sehen wir, jetzt seine Früchte sind schon gekommen. Oder auch Ibn Taymiyyah, rahimahullah, auch genauso. Oder auch seine Schüler, Ibn Qayyim, rahimahullah. Oder auch seine Schüler, Ibn Kathir, rahimahullah. Das heißt, die großen Gelehrten, die haben nicht sofort auf die Früchte gewartet. Die haben einfach nur Da'wa gemacht und fi sabilillah azza wa jal mit Ikhlas gemacht. Und das war's. Die Früchte, die haben nie auf die Früchte gewartet.
Nicht wie wir jetzt, subhanallah. Wir wollen alles schnell haben. Wenn man das nicht schnell bekommt, dann geben wir auf. Das ist nicht gut, was man macht. قال الشيخ رحمه الله اعلم أرشدك الله هذا دعاء بجزاك من الشيخ وقال اعلم يرحمك الله أن الحنفية ملة إبراهيم ملة إبراهيم قراء الحنفية heißt المقبل على الله عز وجل بإخلاص دين الحنفية هو دين الإسلام دين الحنفية ist die Religion von Islam dass du nicht anderes nimmst als الإسلام لأن الله عز وجل قال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين das heißt jemand der andere Religion also nimmt außer al-Islam, der wird in Yawm al-Qiyamah dann Verlierer sein. لأن الدين عند الله al-Islam. Und im Koran, im ganzen Koran, also wird ihr nicht diese Religion als Plural im Koran finden. Immer Singular. الدين, إن الدين عند الله al-Islam. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه يا أوحى الله عز وجل sagt اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا das heißt im ganzen Koran ist immer eine Singular warum لأن الدين Religion Islam ist seit Adam عليه السلام bis محمد صلى الله عليه وسلم und الإسلام bleibt bis يوم القيامة sogar auch wenn عيسى عليه السلام kommt wird auch mit Islam regieren wird auch دعوة mit الإسلام regieren فالحنفية ملة الحنيف هو إبراهيم عليه السلام الله عز وجل يقول ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين الله عز وجل sagt in سورة النحل 123 ثم أوحينا إليك محمد صلى الله عليه وسلم الله sagt ihm ich habe dir die Offenbarung gegeben dass du Religion von Ibrahim عليه السلام folgst أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة لأن دين الأنبياء هو الإسلام wie wir gesagt haben alle Propheten waren Muslime und alle Propheten kamen um لا إله إلا الله zu verbreiten فالرسول صلى الله عليه وسلم auch wurde von Allah عز وجل befohlen dass دين الإسلام folgt دين إبراهيم عليه السلام folgt وما كان من المشركين هل كان إبراهيم إبراهيم مشرك؟ er war kein مشرك. wie kann sein, dass ein Prophet, ein Gesandter, der von fünf besten Gesandten ein مشرك sein? kann nicht sein. لأن إبراهيم عليه السلام schau mal sein Vater Azar. sein Vater heißt Azar. Sein Vater hat sogar diese Figuren, diese Götzen gemacht und weiterverkauft. Und das war sein Vater. Und schau mal, Ibrahim a.s. von welcher Familie kam er aus? Von einem Vater, der Götzen und Figuren herstellt und selber verkauft. لأن Ibrahim a.s. er hat nach der Wahrheit auch gesucht. Das steht auch im Koran. Als er den Mond gesehen hat und danach sagte, das ist klein, dann wieder hat die Sonne gesehen und so weiter und so fort. Das heißt, alles, wenn die Sonne kommt, geht weg, kommt Mond. Kommt wieder
Sonne, der Mond geht weg und so weiter und so fort. Dann sagt, das kann nicht sein. Es gibt jemand, der diese Sachen also erschaffen hat. Und ist er Allah Azza wa Jal. فإبراهيم عليه السلام يعني أبو الأنبياء heißt أبو the father der Gesandten فهو من الموحدين الأول der war einer der richtig Tauhid verbreitet hat und kennt ihr auch die Geschichte als er auch bei diesen Götzen war und hat auch kaputt gemacht und so weiter und so fort warum? Damit er die Leute auch zeigt dass man nicht jemand andere anbetet außer Allah Azza wa Jal. وقال الله عز وجل كذلك وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم. شو اسمه؟ ملة أبيكم إبراهيم. فملة أبينا إبراهيم عليه السلام هو الدين الخالص هو دين الإسلام. هو دين الإسلام. هذه آية من سورة الحج 78. وملة إبراهيم عليه السلام أن تعبد الله عز وجل وحده لا تشرك به شيئا هذه هي ملة إبراهيم يعني أن تعبد الله وحده دستو الله عز وجل أنبتس und kein bei Gesellen das heißt bei Gesellen das heißt ولا تشرك بالله عز وجل فلأن الشرك ظلم عظيم also schlimmste Sünde ist الشرك الله عز وجل kann alles vergeben aus الشرك الله عز وجل يقول لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير und auch andere آية Allah Azza wa Jal sagt, Allah Azza wa Jal vergibt alles, außer dass du Schirk machst. لأن الشرك ظلم عظيم. Allah Azza wa Jal كذلك يقول في سورة لقمان وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. The father from وإذ قال لقمان لابنه das heißt لقمان sagt seinem Sohn pass auf du darfst keinen Schirk machen weil الشرك ist normalerweise ein Unrecht ein großer Dhulm warum Dhulm wie kann sein dass Allah عز وجل dich erschaffen hat und bittest du jemand andere an هذا ظلم فالله عز وجل خلقك لتعبده كما قال الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون warum habe ich die Jinn und die Menschen erschaffen damit die mich dienen ja هذا هكذا قال الله عز وجل فالدين الخالص الدين الإسلام du darfst nicht jemand andere anbeten außer Allah عز وجل والله عز وجل كذلك يقول وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وما أمروا إلا ليعبدوا الله das heißt nicht jemand andere außer Allah عز وجل anbeten sonst deine عبادة heißt keine عبادة das ist ein Schirk والشرك بالله عز وجل كما قلنا الله عز وجل wird das nicht vergeben sogar Allah عز وجل in يوم القيامة wird dir sagen dann geh weiter und such einen Helfer von dem, den du angebetet hast. Du kannst das nicht finden. In Allah Azza wa Jal, wie wir auch gesagt haben, Sabur, der ist richtig geduldig. Und der hat hier auch alle Möglichkeiten also erschaffen und auch also gegeben, damit du ihn anbetest. Warum hat uns Allah Azza wa Jal erstens, wie gesagt, also erschaffen, damit wir ihn anbeten? Und warum hat auch für uns diese Sachen die in Dunya sind, erschaffen, damit wir auch ihn anbeten. لأن الله عز وجل يقول وَالَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا خَلَقَ لَكُمْ Er hat alles für euch erschaffen. وَالَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا سبحان الله ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ
فَسَوَّهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ. Das heißt nicht, dass man in Yawm al-Qiyama kommt und dann sagst du, ja, Allah, ich hab keine Möglichkeit gehabt. Ja? Ich habe diese Sachen, die du erschaffen hast, haben die mir nicht geholfen. Doch alles, was Allah Azza wa Jal uns erschaffen hat, Allah, es gibt nur um Ibadah. Und ich sage immer, es ist eine Schande, dass die Gegenstände und die Steine und die Bäume Allah Azza wa Jal anbeten und du betest Allah Azza wa Jal nicht an, als Mensch. Obwohl Allah Azza wa Jal hat dir einen Verstand gegeben. Ein Stein hat kein Verstand. Ein Baum hat auch keinen Verstand. Sogar die Tiere, die haben auch keinen Verstand. Aber trotzdem, die beten Allah Azza wa Jal an. Kama qala Allah Azza wa Jal. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. Das heißt, Allah Azza wa Jal sagt, alles, was ihr seht, betet mich an, aber ihr wisst nicht, wie die mich anbeten. Warum? Wir können das nicht ertragen. Allah, wir können das nicht ertragen. Zum Beispiel, dieses Mikrofon betet Allah Azza wa Jal an. Aber wie? Wissen wir das nicht. Aber er betet Allah Azza wa Jal an. Wenn wir das zum Beispiel sehen oder hören, dass dieses Mikrofon Allah Azza wa Jal anbetet, werden wir das nicht ertragen. فَهَذِي كَذَلِكَ eine Barmherzigkeit von Allah Azza wa Jal. Warum? Weil er weiß genau, dass wir diese Sachen nicht ertragen können. لَهَذَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ فِي كَثِيرٍ مِنْ آيَاتٍ. In vielen Versen sagt Allah Azza wa Jal, سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. At-Tasbih bei zum Beispiel Sterne oder Erde oder Mond, At-Tasbih heißt immer, dass die Allah Azza wa Jal anbeten. سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ. War alles, was im Himmel und auf der Erde, die beten Allah Azza wa Jal an. Oder auch يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. Auch genauso. فهذا خلق الله عز وجل. فالله عز وجل ده بس كناو dass die Sachen, die erschaffen hat, die beten ihn an. Aber die Menschen, subhanallah, die machen so viele Sachen, die nicht mit Islam zu tun hat. Sogar gibt es auch manche Menschen, die sagen, ob Allah عز وجل existiert ist oder nicht. Die haben immer also Zweifel und die sagen, wie kann sein, dass Allah Azza wa Jal gibt, ist alles nur mit Zufall gekommen. Wie kann sein, dass ein Zufall, subhanallah, diese Universum einfach so kommt? Mit Zufall kann nie sein, subhanallah. Genau wie eine hat, jemand, der nicht an Allah Azza wa Jal glaubt, und hat Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah, gefragt, hat ihm gesagt, schau mal, wie kann sein, dass du sagst, dass Allah Azza wa Jal existiert? Wo ist sein Weisheit? Und schau mal, ein Dattel, obwohl das ist ein kleiner Dattel, aber braucht eine lange Palme. Richtig lang und trotzdem gibt uns nur kleine Früchte. Obwohl, normalerweise, das muss für ein Wassermelone sein. Das heißt, die Palme muss für Wassermelone. Warum? Weil diese Palme ist richtig groß. Und auch ein Wassermelone ist auch ein richtig groß. Deshalb muss das dazugehören. Nicht ein kleiner Dattel. Und dann, subhanallah, dieser Mensch, der ist unter einem Palmen gesessen. Und auf einmal kam ein Dattel auf seinen Kopf. Und dann sagte ihm, Ahmed ibn Hanbal, siehst du die Weisheit von Allah Azza wa Jal? Stell mal vor, wenn ein Wassermelone oben ist und auf deinen Kopf kommt. Ist das keine Weisheit von Allah Azza wa Jal? Er sagte mir, subhanallah, Allah, du hast recht. Wenn ein Wassermelone ist, also oben ist und auf mich kommt, ich werde tot. Aber Alhamdulillah ist nur ein Dattel. Das ist diese Weisheit von Allah Azza wa Jal. Jede Sache, die er erschaffen hat, er weiß genau, warum er erschaffen hat und warum auch. Also, oder wo genau auch er erschaffen hat, subhanallah. Es gibt wieder, ich habe nur vor ein paar Tagen eine Dokumente über die Tiere auch gesehen. Es gibt eine Fisch, eine kleine Fisch. Und sie lebt mit allen Fischen.
Besonders diese großen Fische, wie Hai und diese großen Fische. Aber diese großen Fische, die fressen nicht diese kleinen Fische. Und dann sage ich, Subhanallah, warum? Es gibt eine Weisheit. Und dann die Wissenschaftler da haben entdeckt, diese kleinen Fische, wenn diese großen Fische so Krankheiten haben, die macht das weg. Sie frisst diese Krankheiten von denen. Sonst ohne diese kleinen Fische werden keine großen Fische am Leben bleiben. Schau mal, Subhanallah, was wir wissen, was wir auch nicht wissen. Nur auf der Erde. Es gibt so viele Sachen, die wir auch nicht wissen. Es gibt manche Obst, zum Beispiel haben wir noch nie gesehen. Obwohl wir auf der Erde sind. Oder? Aber es gibt manche Obst oder manche Früchte, wenn du das zum ersten Mal siehst, du sagst, Subhanallah, was ist das? Obwohl wir hier im Dunya sind. Was ist mit Al-Jannah, kama yaqul Allah azza wa jal, وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. اوكي فإبراهيم عليه السلام هو أبو الأنبياء على جزانتن. لأن الله عز وجل يقول في سورة العنكبوت 27 وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. Also von Ibrahim عليه السلام kamen die meisten Propheten gesandten. Zum Beispiel Jakob عليه السلام. Jakob عليه السلام ist sein Enkel, ist Sohn von Ishaq عليه السلام. Und von Jakob kamen so viele, richtig viele gesandten Propheten. Und alle von Banu Israel. Denn Jakob war Israel. Israel ist Jakob. Das ist sein Name. Israel heißt normalerweise auf Arabisch, das ist Hebräisch. Israel heißt Abdullah. Auf Arabisch. Abdullah. Illa ma harrama Israel ala nafsi. Israel hier in diesem Ayah. Damit gemeint Jakob alayhi salam. Das heißt, nur was Jakob a.s. verboten hat. Im Koran steht, illa ma harrama Israel. Israel hier heißt Jakob ala nafsihi. So Israel a.s. oder Jakob a.s. von ihm kamen so viele Gesandten und Propheten. Außer von Ismail a.s. Ist Araber. Und von ihm kam Muhammad sallallahu alaihi wasallam als Araber. Weil die Juden, die Israelen, da haben immer gewartet auf einen Gesandten. Die wissen genau, dass das Zeit von ihm ist. Aber die haben nie gedacht, dass er ein Araber ist. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Warum? Weil die immer von denen kamen. Von denen kamen immer Gesandten und Propheten. Außer Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Der ist ein Araber, kam von Ismail, von Durriyat Ismail alayhi assalam. ويقول الله عز وجل إن إبراهيم كان أمة. إبراهيم عليه السلام كان أمة. في سورة النحل 120 إن إبراهيم كان أمة. Was heißt أمة؟ Ein Nation. Das heißt, alles was diese أمة hat, ist إبراهيم عليه السلام سبحان الله. Wie ein أمة. والأمة يعني هنا heißt إماما يقتدى به. Der ist ein Vorbild. Man muss ihn als Vorbild nehmen. يقتدى به. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال في سورة آل عمران قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا. Das heißt, اتبعوا und folgt ihr إبراهيم عليه السلام
Warum? لأنه لم يكن من المشركين. Der war nicht von Mushrikin. Weil die Christen, die sagen, dass er Christ war. Und die Juden, die sagen, dass er Jude war. ما كان إبراهيم نصرانيا. Allah عز وجل sagt, ما كان, der war kein Christ. ما كان إبراهيم نصرانيا ولا يهوديا. Der war kein Christ, weder Christ noch Jude. Warum? Wann kam Ibrahim a.s.? Vor Christen und Juden. Und die behaupten, dass Ibrahim a.s. ein Christ war. Und die Juden, die behaupten, dass er auch also ein Jude war. Aber da kommt jetzt, wenn die ihm folgen, wenn die sagen, dass er Christ war, hat Ibrahim a.s. Kreuz angebetet? Niemals. Und auch Juden, die beten auch Özeir a.s. an. Kennt ihr Özeir? Özeir a.s. Die beten ihm auch an. Warum? Weil sie sagen, وقالت اليهود عزير ابن الله كما جاء في سورة التوبة. وقالت اليهود, die Juden, die sagen, dass auch Özeir ist auch Sohn von Allah Azza wa Jal. Genau wie die Christen, die sagen, dass Isa a.s. Ibn Allah ist. Aber wie kann es sein, dass ihr sagt, dass er Christ ist oder Christ war und ihr bietet Kreuze an? Oder wie kann es sein, dass die Juden sagen, dass er auch Jude war und ihr betet Özeir an? لكن الله عز وجل hat selber beantwortet. Allah عز وجل hat selber beantwortet und sagt, ما كان. Der war weder Christ noch Jude. ولكنه كان مسلما. Der war ein Muslim. Und auch Allah عز وجل قال, ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ واتخذ الله إبراهيم خليلا. Schau mal, Allah عز وجل sagt sogar, dass يا رسول الله يا محمد. Und schau mal auch von also wie wertvoll Muhammad صلى الله عليه وسلم ist. Weil wir sagen immer, der Einzige, der richtig weiß, wie wertvoll Muhammad صلى الله عليه وسلم ist, ist Allah عز وجل. Warum? Weil Allah عز وجل, er hat alle Gesandten mit deren Namen genannt. Ja Ibrahim, ja Isa, ja Nur, ja Yusuf, ja Jakob, mit Namen. Aber mit Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, ja ayyuhan nabiyyu. Ma kana Muhammadun rasul, aba ahadin. Das heißt, immer wenn du hörst, Muhammad kommt al-Risala, Botschaft. Ja? Aber die anderen Propheten, normal nur mit deren Namen. Aber Rasulullah sallallahu alaihi wasallam immer Abd, im Koran steht meistens Abd. Ja? Subhanalladhi asra bi'abdihi. Abd, der damit gemeint ist, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oder, also wie gesagt, mit seinem Namen selten kommt Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wen kommt Muhammad? Kommt gleich danach die Botschaft, das heißt Al-Risala, dass er ein Gesandter ist. Und هذا شرف, das ist auch eine Ehre für Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und auch, es gibt auch ein Hadith, Sahih al-Albani rahimahullah, fi al-Sahiha, rawa kadhalik Imam Ahmad fi Musnadihi, an Ubay ibn Ka'b, قال, Rasul hat uns was beigebracht, wenn wir von Schlafen aufgestanden sind. Man sagt auch ein Dua, nicht das Dua, was wir wissen. Andere Dua sagte Rasulullah immer, Asbahna ala fitrati Islam. Asbahna ala fitrati Islam. Wir sind, wie kann man das übersetzen? Asbahna ala fitrati Islam wa kalimati Ikhlas. وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة إبراهيم أو أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. Das heißt auch ein Dua kann man auch nach dem Schlaf auch das sagen. Also außer der andere
Alhamdulillah, الذي أحيانا بعدما أمتنا وإليه النشور. Das ist auch ein Dua, hat auch Rasulullah صلى الله عليه وسلم auch gemacht. ثم يقول الله عز وجل wie gesagt, alle Propheten und Gesandten kamen mit كلمة التوحيد وكلمة الإخلاص. حتى أن الله عز وجل قال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولقد بعثنا في كل أمة أن يد أمة hat الله عز وجل Propheten und Gesandten geschickt. Sogar in manche Umm, manche Nationen oder manche Völker, Allah Azza wa Jalla hat mehrere Gesandten, Propheten geschickt. Und trotzdem, dieses Volk hat nicht an diese Propheten oder Gesandten also geglaubt. Wie Qaum Lot zum Beispiel. Qaum Lot war auch in Zeit von wem? Von Ibrahim a.s. Weil Ibrahim a.s. wurde gesagt, dass er Onkel von Lot a.s. Onkel von Lot a.s. ist Ibrahim a.s. Und auch in Zeit von Ibrahim a.s. war auch seine Söhne, war Ishaq a.s., war Ismail a.s. Und die waren nur in einem, wie einem Dorf. Aber trotzdem, in diesem Dorf haben sie nicht so viele Leute an denen also geglaubt, subhanallah. Deshalb, يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي يوم القيامة الرسول. Also in يوم القيامة kommen sie Gesandten. Und jeder Gesandte wird stehen. Und hinter ihm sind seine Leute, die ihn an ihn geglaubt haben. Die an ihn geglaubt haben. Das heißt, hier ein Gesandter und hier ein Gesandter und hier ein Gesandter. Und dann hinter ihm die Leute, die an ihn geglaubt haben. Okay? Wie eine Schlange. Lakin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagt Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, es gibt manche Gesandten, hinter denen werden 10 Leute, manchen 7 Leute, manchen 6 Leute, manchen 3 Leute, manchen eine, manchen jemand. Es kommt oder es wird ein Prophet kommen, steht alleine. Das heißt, er hat Dauer gemacht. Man weiß, dass die besten Leute, die Dauer gemacht haben, sind Gesandten und Propheten. Aber in Yom Qiyamah steht allein. Subhanallah. Das heißt, also in diesem Volk, wer wird in Paris reinkommen? Nur diese Gesandte. Das heißt, das ganze Volk von ihm, die sind in Jahannam. Warum? Weil die nicht deren also Gesandte gefolgt haben. Und schauen wir, subhanallah, das heißt, كما يقول الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. يونس عليه السلام hat versucht auch mit seinem Volk Dawa zu machen und auf einmal der war traurig und auf einmal raus. Warum? Weil der hat alles versucht mit diesem Volk, aber trotzdem die haben nicht an ihn geglaubt und ist raus ohne Erlaubnis von Allah Azza wa Jal, der ist rausgegangen. Und dann deshalb ist in diese Wahl gelandet. Und auch Ibrahim a.s., Nuh a.s., also alle Propheten. Und wir haben auch gesagt, dass sogar es gibt manche Gesandten, Propheten wurden getötet. Subhanallah. Wurden getötet. Zakaria a.s., wie wurde er getötet? Da haben ihn gesiegt, heißt das? Gesägt. Der ist in einem Baum und dieser Baum war also barmherzig als diese Juden, subhanallah. Der hat ihm so. Und auf einmal, die können ihn nicht mehr sehen. Sie haben ihn versteckt. Und wer hat diese Leute, Zakaria alayhi salam, gezeigt, wie in manchen Geschichten wurde gesagt, dass Ash-Shaytan kam als Menschengestalt und da hat denen gesagt, warum? Weil der ist abgehauen, da haben ihm gefolgt. Zakaria a.s., da haben ihn versucht zu töten, der ist abgehauen und auf einmal einen Baum hat ihn versteckt. Tummaja Ash-Shaytan, kam Ash-Shaytan, da hat denen gesagt, hier, die ist hier drin in diesem Baum. Und da haben ihm nicht geglaubt. Auf einmal, da haben diese Sieg, heißt das?
diese Siege und haben, was kann man sagen, nachher richtig gesägt. Dann getötet. Der ist Zakaria a.s., der Vater von Yahya a.s. Und auch genauso sein Sohn Yahya a.s. Wie wurde er auch getötet? Sein Kopf wurde als Brautkörper gegeben. Für einen Zanier sogar. Eine Frau, die Zina macht. Jemand wollte sie heiraten und sie hat ihm gesagt, ich kann nur dich heiraten unter einer Bedingung. Dass du Kopf von Yahya a.s. als Brautkörper mir gibst. Und da wird das auch gemacht. Schau mal, ein Kopf von einem Prophet wurde als Brautkörper für einen Zanier gegeben. Das heißt, wenn wir jetzt uns mit Propheten, Gesandten verglichen, Alhamdulillah, wir haben nichts erhebt. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس بلاء الأنبياء. Also die schlimmsten Leute, die richtig geprüft wurden, sind die Gesandten und auch die Propheten عليهم الصلاة والسلام. Alle Propheten und Gesandten, wie gesagt, kamen mit Tawhid Allah Azza wa Jal. Obwohl es gibt manchmal, also beim الشرائع قد تختلف مثلا شريعه ابراهيم عليه السلام ist nicht wie شريعه مثلا عيسى عليه السلام ist nicht wie شريعه موسى oder ist nicht wie شريعه يوسف und so weiter und so fort bei manchen Sachen aber die Mehrheit kam die nur als توحيد الله عز وجل und auch لا إله إلا الله verbreiten und auch zum Beispiel bei unserer Scharia wurden so viele Sachen aufgehoben zum Beispiel, ich rede jetzt von Dinen oder von unserer Religion jetzt, als Mohammed Islam kam. Als Beispiel, es gibt manche Ayat, die sind nicht mehr im Koran und auch die Urteile auch nicht. Das heißt, beide sind aufgehoben. Habt ihr verstanden? Das heißt, es gibt manche Ayat, die nicht mehr gaben, die nicht mehr geben. Das heißt, wurde aufgehoben und die Urteil auch wurde auch aufgehoben. Beispiel, da gab es ein Ayat im Koran, wenn ein Kind, ein Baby von einer Mutter 10-mal gestillt hat, das heißt, wenn diese Frau Kinder hat, das heißt, diese Kinder sind alle, also die sind alle Geschwister von dieses Baby. Zum Beispiel dieses Baby, wenn er ein Sohn ist, wenn ein Kind, ein Junge ist, er darf nicht von dieser Frau zum Beispiel, die Tochter von dieser Mutter von ihm, nicht heiraten. Das heißt aber, er muss 10-mal von dieser Schwester oder von dieser Mutter stillen. Zimmer. Wurde es aufgehoben und jetzt gibt es ein Hadith nur mit 5-mal. Das heißt, wenn eine 5-mal von einer Frau also gestillt hat, bis er satt geworden ist, das heißt, diese ist auch ein Kind von dieser Mutter. Okay? Oder gibt es manchmal, also ein Ayah ist immer noch im Koran. Das ist auch eine heißt An-Nasikh wal-Mansukh. So eine, wie kann man das sagen? Das ist auch eine Regel ja, in Ulum, Koran und so weiter und so fort, diese Wissenschaft vom Koran. Gibt es auch ein Ayah immer noch in Surat Nisa. Aber Hukum, Urteil ist aufgehoben. Damals, wenn eine Frau fremd gegangen ist, das heißt, sie hat Zina gemacht und sie ist geheiratet. Ihre Urteil war, dass die zu Hause bleibt und sperren heißt das und sie also zu Hause sperren bis zum Tod. Das heißt, diese Hukum gibt es nicht mehr. Jetzt gibt es Steinigen. Ja? Diese Hukum war damals, obwohl
Obwohl Al-Aya ist immer noch da, aber Urteil wurde aufgehoben mit einem Hadith. Hadith sagt, wenn eine Frau jetzt also Zina macht und sie ist verheiratet, in diesem Fall muss man sie besteinigen. Hada wa hukmu al-Islam. Ich meine damit nur beim Schariat Ibrahim zum Beispiel oder Schariat Isa a.s. oder Jakob oder Ishaq oder Ismail gibt es manchmal also, was kann ich sagen, also die bisschen Änderungen, ja. Aber Tauhid ist immer gleich. Es gibt, ich gebe euch auch ein Beispiel in Schariat Musa a.s. Schariat Musa a.s. Beste, wenn du richtig zeigen willst, dass du Tauba gemacht hast, was war in der Zeit von Isa a.s., was war die Scharia von denen? Also bei uns, wenn du eine große Sünde gemacht hast jetzt, du kannst einfach Tauba machen. Und Allah soll wird dir auch vergeben. Aber in der Zeit, in Scharia Musa a.s., die beste Sache, was du machen kannst, wenn du Tauba gemacht hast, dass du Selbstmord machst. Subhanallah. Aber bei uns ist Selbstmord verboten, darf man das nicht machen. Aber in der Zeit von Musa war das so. Sogar Al-Aya steht in Surat al-Baqarah. Allah Azza wa Jalla sagt, قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم لعلكم تعقلون سبحان الله فتوبوا das heißt nach dem Tauba und du willst zeigen dass du Tauba gemacht hast فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم aber bei uns ist nicht mehr oder gibt es diese Hukum nicht. Okay? Aber ich meine damit nur, alle Propheten von Adam a.s. bis Muhammad s.a.w. At-Tawhid ist gleich. At-Tawhid ist gleich. Gibt es keine Änderungen. At-Tawhid ist immer gleiche Tawhid. Thumma qala al-Sheikh rahimahullah. فإذا عرفت أو عرفت أن الله خلقك لعبادته wenn du weißt, dass Allah عز وجل dich erschaffen hat, damit du ihn dienst, damit du ihn auch anbetest. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأنت من الإنس, du bist einer von Menschen, dann bete ihm an, ولا تشرك به شيئا. Das heißt, wie kann das auch ein logisch, wenn du weißt, dass Allah عز وجل dich erschaffen hat und bittest du jemand andere an? Wie kann das sein? داخل في هذه الآية Allah عز وجل hat uns nicht einfach erschaffen, damit wir essen, trinken, heiraten, schlafen, das was. Abethe, einfach nur so. Nein, geht nicht. Das heißt, wenn du so auch fühlst, oder wenn du auch denkst, dass das ist die Aufgabe von dir, dass du einfach nur trinken, isst und auch heiratest, was ist der Unterschied zwischen dir und den Tieren? Kein Unterschied. Die Tiere, die machen auch das. Die heiraten auch. Die bekommen auch Kinder, die essen, die trinken. Die machen alles, was wir auch machen. Aber noch dazu, als Mensch, und du weißt genau, dass Allah Azza wa Jalla dich erschaffen hat, und hat dir auch einen Akel, einen Verstand gegeben hat, dann musst du ihn mit Ikhlas und ihn allein anbeten. Es gibt ein Hadith, subhanallah. Schau mal, auch die Tiere, ich habe euch auch öfter gesagt, dass die Tiere sogar, die wissen auch, dass Allah Azza wa Jalla die erschaffen hat. Hadith Rawi al-Bukhari. Qala Rasul sallallahu alaihi wa sallam. Kana fi man kana qablakum. Fi Bani Israel, in der Zeit von Bani Israel, ein Mensch hat eine Kuh gehabt. Eine Kuh gehabt. Bakara gehabt. Und der hat auf sie gereitet. Und sie hat ihm gesagt, schau mal, es ist eine Schande, dass sie weiß, für was hat Allah sie erschaffen hat. Sie hat ihm gesagt, oh du, Allah hat mich nicht für diese Sache erschaffen. Er hat mich für, was kann man sagen, Al-Harth,
Ha? Fügen, ne? Ja. Lene ma sumiyat baqara illa anna tabqaru al-ard. Die macht die Erde so. Weißt du, was ich meine? Damit wir die, also keine Pflanzen und so weiter und so fort. Und schau mal, und dann dieser Besitzer von dieser Kuh sagte, abaqaratun tatakalla, ein Kuh redet, wie kann das sein? Und schau mal, Al-Rasul, der war mit Sahaba und hat denen diese Geschichte erzählt. Sagte, schau mal, die Kuh, sie weiß genau, warum oder für was hat Allah sie erschaffen hat. Und ich glaube, was sie gesagt hat, und wer noch? Abu Bakr und Umar. Abu Bakr und Umar, die waren nicht dabei. Aber der weiß genau, wenn er etwas sagt, 100% Abu Bakr und Umar, die werden ihn glauben. Der hat gesagt, und ich glaube daran. Und wenn noch auch, Abu Bakr glaubt auch daran, und Umar auch glaubt auch daran, obwohl die beiden nicht dabei waren. Warum? Weil der war 100% sicher, dass die ihn auch glauben, alles, was er sagt. Es gibt auch ein Hadith, man redet auch also diese über Ta'at Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fi hadithin kadalik jaa fi sahihain fi Bukhari wa Muslim. Anna sahabiyan, ein Sahabi. Er war nicht dabei, als Muhammad sallallahu alaihi wasallam ein Pferd gekauft hat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, er hat ein Pferd von einem Jude. Und schau mal, wie die Juden von damals immer gleiche, die sind immer gleiche. Sagte die Sahabi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hat ein Pferd gekauft von einem Jude. Und dieser Jude kam jemand hinter Muhammad sallallahu alaihi wasallam oder nach Muhammad sallallahu alaihi wasallam und da hat ihm mehr angebetet, heißt das? Angeboten. Hat ihm mehr angeboten. Das heißt, als Beispiel, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hat ihm 100 Euro gegeben und sagte, okay, morgen kommst du, kannst du dein Pferd abholen. Da kam jemand anderer, hat ihm 150. Und dann sagte, okay, du kannst es bekommen. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Weißt du, meine? Und dann kam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Warum? Weil der beste Mensch, der Akhlaq gehabt hat, auch mit Juden sogar, kam er morgen, um sein Pferd abzuholen. Und dann auf einmal dieser Jude sagte ihm, ich habe schon verkauft, dieses Pferd. Sagte man, was lass mal, aber du hast mir so und so gesagt, ich bin jetzt gekommen extra, damit ich dir Geld gebe und dann Pferd abhole. Sagte, ich habe mehr also bekommen, tschüss. Und dann sagte ihm dieser Jude, und außerdem, du hast kein Zeuge. Ein Sahabi war dabei, sagte ihm, ich bin Zeuge. Obwohl Sahabi, der war nicht dabei, als Muhammad sallallahu alaihi wasallam diese Pferde gekauft hat. Ich bin Zeuge. Dann sagte ihm Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aber du warst nicht dabei. Wie kannst du als Zeuge sein, obwohl du nicht mit uns warst? Sagte ihm dieser Sahabi radiallahu anhu, wie kann ich dir bei solchen Sachen, bei diesen Kleinigkeiten von Dunya nicht glauben und habe ich dich geglaubt, was du von Allah azza wa jalla bekommen hast? Wie kann ich dich nicht glauben, subhanallah? Und dann, subhanallah, als Dankeschön, Al-Rasul sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn jemand zwei Zeugen braucht, er hat nur diesen Bruder erreicht. Habt ihr verstanden? Er heißt etwas Husayma ibn Utwas, radiallahu anhu. Das heißt, wenn du heiraten willst, du brauchst zwei Zeugen holen, okay? Aber wenn er dabei ist, der ist zwei Zeugen. Warum? Weil er sagte, ja, Rasulullah, doch, er hat dir versprochen, aber hat nicht daran gehalten. Sallallahu alaihi wasallam. Und qala kadalik al-Sheikh rahimahullah, fa'alam. Schau mal, immer damit du aufpasst. Fa'alam. Anna li'ibadata la tusamma ibada illa ma'at tawhid. Musst du wissen, dass alle Ibadah werden nicht angenommen, nur mit Tawhid. Und schau mal die Beispiele, was er uns gegeben hat.
كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. Wie kann sein, dass Allah Azza wa Jal dein Gebet annimmt ohne Wudu oder ohne Tahara? Wird Allah Azza wa Jal von uns dieses Gebet annehmen? Nein, 100% nicht. Schau mal, er hat genauso dieses Beispiel, damit jeder versteht. Sagte, Rahimahullah, fa'alam, musst du wissen, أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. العبادة heißt nur عبادة wenn du das mit التوحيد machst. Genau wie kann sein, dass Allah Azza wa Jal dein Gebet annimmt ohne Reinheit. Habt ihr schon? Das heißt, es kann nie sein, dass jemand, okay, ich werde jetzt beten ohne Wudu. Du wirst 100% sicher sein, dass Allah Azza wa Jalla wird dein Gebet nicht annehmen, wenn du ohne Wudu betest. Genauso, wenn du Ibadah machst und nebendran oder nebenbei machst du auch Schirk, Allah Azza wa Jalla wird nicht deine Ibadah annehmen. لأن الله عز وجل هو الذي خلقنا وهو الذي يستحق منا العبادة. وهذا حق من الله عز وجل. Das ist ein Recht von uns gegenüber Allah عز وجل. كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم mit ابن عباس رضي الله عنه und auch mit معاذ ابن جبل رضي الله عنه. قال كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ich war hinter Muhammad صلى الله عليه وسلم in einem Esel. Ar-Rasul hat auch Esel gehabt, subhanallah. Und dann, Ar-Rasul, der nutzt auch diese Gelegenheit, damit die nicht Zeit einfach nur so viel lehren, hat ihm eine Frage gestellt. Sagt ihm, Ma haqqullahi azza wa jalla ala abdi. Was ist die Rechte von uns gegenüber Allah azza wa jalla? Sagte ihm, Allah wa rasuluhu a'lam. Du weißt, und Allah azza wa jalla weiß. Qala haqqullahi ala ibadihi. أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. Das heißt, das Recht von uns gegenüber Allah Azza wa Jal, dass wir ihn ohne Schirk anbeten. Das حق الله عز وجل. Und sagte, وما حق عباده عليه. Das heißt, und was ist der Rechte? Gegenteil. Die Rechte von, also, von Allah zu uns. Heißt so? Von Allah zu uns, das, was ist die Rechte von Allah zu uns, sagte ihm, dass Allah Azza wa Jalla dich ins Paradies reinbringt. Aber dein Recht, dass du ihn anbetest ohne Schirk. Und das ist inshallah das letzte. Al-Ibadah la tuqbalu illa bi shartayn. Al-Ibadah. Allah Azza wa Jalla nimmt von uns unsere Ibadah unter zwei Bedingungen. Wenn diese zwei Bedingungen nicht dabei sind, sei 100% sicher, dass Allah Azza wa Jalla wird von dir diesen Tat nicht annehmen. Erste, an takuna khalistan li wajhi Allah Azza wa Jalla. Wenn du etwas machst, muss mit Ikhlas sein, mit Aufrichtigkeit. Mit Aufrichtigkeit. Ohne Aufrichtigkeit kannst du vergessen. لأن الله عز وجل يقول وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء مخلصين سبحان الله مخلصين الإخلاص والإخلاص أن تخلص الله في عبادتك ولا تشرك به شيئا. هذا شرط. Das heißt, wenn diese Schart nicht gibt, könnt ihr vergessen. Zweite Bedingung, an tattabi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Das heißt, Muhammad sallallahu alaihi wasallam folgen. Das heißt, wenn du etwas machst, sagst du, okay, mache ich diese Sache. Hat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam das gemacht? Wenn er das gemacht hat, dann mach. Wenn nicht, dann sei ruhig. Dann mach nicht. Sonst wird dein Tat nicht angenommen. متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Zwei Bedingungen. Aufrichtigkeit und zweite Bedingung, Muhammad صلى الله عليه وسلم folgen.
Kann sein, dass jemand Ikhlas hat. Ich sag euch, kann sein, dass jemand Ikhlas hat. Als Beispiel. Die so viele Leute, die haben Ikhlas. Die weinen, oder? Die geben aus, viel Geld aus. Die verlieren auch, also die viele Zeiten auch. Aber Al-Ikhlas ist da. Aber hat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gemacht, was die machen? Nein. Das heißt, was sie machen, die werden nicht angenommen. Hat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keinen Yarmus? Hat Muhammad sallallahu alaihi wasallam getanzt? Hat so gedreht in der Moschee? Nein. Das heißt, die haben Ikhlas, die weinen, die machen so viele Sachen. Du sagst, subhanallah, schau mal, die sind Masakin. Die lieben Allah Azza wa Jal. Die lieben auch Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Die haben eine Bedingung. Aber zweite Bedingung haben die nicht. In diesem Fall, diese Taten werden nicht angenommen. Und kann sein, dass jemand Muhammad sallallahu alaihi wasallam folgt. Der macht genau, was Muhammad sallallahu alaihi wasallam auch gesagt hat und gemacht hat. Aber bei ihm fehlt was. Al-Ikhlas hat keine Aufrichtigkeit. Das heißt auch genauso. Kann sein, dass jemand Muhammad sallallahu alaihi wasallam folgt, der sieht genauso aus, seine Klamotten, Bart, alles. Aber bei ihm gibt es kein Ikhlas. Auch genauso werden nicht seine Taten angenommen, als wenn die beide dabei sind. Aufrichtigkeit und Muhammad sallallahu alaihi wasallam folgen. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا wenn jemand ein عمل ein Tat macht ليس عليه أمرنا فهو رد wenn jemand ein Tat macht was ich nicht gemacht habe wird nicht von ihm angenommen حديث رواه مسلم والرسول صلى الله عليه وسلم كذلك يقول من أحدث wenn jemand etwas Neues macht im Islam من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد wird nicht von ihm angenommen. Das heißt hier, Mettaba Rasulullah, der hat nicht Muhammad sallallahu alaihi wasallam gefolgt. Fala budda fil ibadah an yakuna al-ikhlasu wattiba'u Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Denn attiba'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ist eine Pflicht. Dass du Muhammad sallallahu alaihi wasallam folgst, ist eine Pflicht. Wa ati'u Allah wa ati'u Rasul. Das ist eine Pflicht. Nicht, dass du sagst, okay, Muhammad sallallahu alaihi wasallam folgen ist nur ein Sünder. Nein, es ist eine Pflicht. Der hat uns gezeigt, wie kann man Allah azza wa jalla anbetet. Man sagt bei Ash-Shahada, Ash-Shahada an la ilaha illallah. Und du sagst, wa Ash-Shahada anna Muhammadan Rasulullah. Aber du folgst ihm. Wie kann das sein? Und wie kann sein, dass du la ilaha illallah also versteht ohne Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Er hat uns gezeigt, wie kann man la ilaha illallah auch also verstehen. Weil ohne ihn wird unsere also Taten nicht angenommen. Weil er selber gesagt hat, jemand, der etwas macht, der ich nicht gemacht habe, wird nicht von ihm angenommen. Wa ati'u Allah wa ati'u Rasul. Und auch, es gibt auch ein Ayah, qala fiha Allah azza wa jal, wa in tuti'uhu tahtadu. Wenn ihr ihn, wer Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gehorcht, wird ihr auch die Rechtleitung auch bekommen. Und die Rechtleitung bekommen heißt, dass du richtig in rechten Weg bist, dass du auch klar Allah Azza wa Jal anbetest. ثم يقول الشيخ رحمه الله فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخارجين في النار. Und wenn du weißt, فَإِذَا عَرَفْتَ, wenn du weißt, dass الشرك إِذَا خَالَطَ الْعِبَادَ, wenn الشرك mit der Ibadah so gemischt ist, أَفْسَدَهَا وَأَحْبَطَ الْعَمَلِ, er wird diese Ibadah von dir kaputt machen, وَأَحْبَطَ الْعَمَلِ, und die Taten, die werden vernichten von dir. لأن الله عز وجل, wir haben wie gesagt, vergibt nicht jemand, der Schirk macht. وَصَارَ صَاحِبُهُ مِنَ الْخَالِدِينَ فِي النَّارِ. Und jemand, der vermischt seine Taten, guten Taten, seine Ibadah mit Schirk, er wird für Ewigkeit in den Händen bleiben. Subhanallah. Man denkt, es gibt immer Leute, heute, es gibt Leute, die immer noch die
machen Gräber als Vermittler. Und die sagen ja, wir nehmen diese Leute, diese Gräber nur als Vermittler, damit wir nahe zu Allah Azza wa Jalla kommen. Die Kuffar Quraysh, die haben auch gleiche Geschichte auch gesagt. Was sie damals gehabt haben, haben wir immer noch jetzt. Wallahi, jetzt immer noch. Du redest mit denen, sagt ja, aber der ist ein richtiger Sheikh, ein Wali und so weiter und so fort. Der ist nur ein Vermittler für uns, zwischen uns und Allah Azza wa Jalla. Der muss jemand dabei sein. Wenn wir keinen jemand dabei haben, dann unsere Ibadah oder unsere Taten, die werden nicht Allah Azza wa Jalla ankommen. Wer sagt das? Und damals, wie gesagt, Al-Kuffar, Quraysh, Abu Jahl, Abu Lahab und andere große Kopfer von Mushrikin, die haben gleiche Geschichte gehabt. Das heißt, bei Ar-Rububia, ich kann euch sagen, wir sind besser als manche Leute. Ar-Rububia, wenn du ihn fragst, wer hat die Himmels und die Erde erschaffen, die werden dir sofort sagen, Allah Azza wa Jalla hat sie erschaffen. Keine Diskussion. Aber was hat die kaputt gemacht, diese Vermittler? Vermittler ist hier bei Al-Uluhiyya. Allah Azza wa Jalla, er braucht keine Vermittler. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. Du brauchst keinen Vermittler. Einfach sag ihm. إذا أردت كما قال الحسن البصري رحمه الله. الحسن البصري sagte, wenn du mit Allah Azza wa Jal reden willst, dann lest Koran. Wenn du mit Allah Azza wa Jal reden willst, dann lese Allah, lese Al-Quran. Und wenn du mit Allah Azza wa Jal ein Interview machen, so ein Dialog machen, dann bete. Warum? Weil, wenn du sagst, Alhamdulillah, ya Rabbil Alameen, Allah Azza wa Jal beantwortet. Er sagt, Hamadani Abdi, Ar-Rahman Ar-Rahim und so weiter und so fort. Das ist ein Hadith Qudsi. Es gibt ein Dialog zwischen dir und Allah Azza wa Jalla. Das heißt, du redest mit Allah Azza wa Jalla, obwohl du nicht ihn hörst, aber er hört dich. Und das ist Al-Ihsan. An-Da'budallaha ka'annaka tarahu. Fa'in lam takun tarahu, fa'innahu yarak. Wenn du ihn nicht siehst, Allah Azza wa Jalla زيد دش هذا قال الشيخ رحمه الله فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل. Das heißt, wenn du weißt und du sagst dir dann, wenn du das weißt und machst du immer noch, wenn du weißt, dass du العبادة mit Schirk vermischt, und das heißt in diesem Fall deine Taten, die werden vermischt und du wirst in Jahannam landen und für Ewigkeit da bleiben. كما قال Allah Azza wa Jal in vielen Versen, auch kama aqala Rasul sallallahu alayhi wa sallam, auch in vielen Hadithen. Allah Azza wa Jal yaqul kadhalik, innahu man yushriku billahi faqad harrama alayhi al-jannah. Al-Ma'idah 72. Innahu man yushrik, wenn jemand Shirk macht, faqad harrama Allahu alayhi al-jannah, wird nie ins Paradies eintreten. Kann sein, dass jemand, also wegen Dunya, er wird sein Akhira verlieren. Wegen Kleinigkeiten. Und jeder von uns weiß genau, dass diese Dunya ist eine Brücke. Dass diese Dunya ist eine Prüfung. Dass diese Dunya ist vergänglich ist und man verliert alles hier wegen was? Sachen, die uns nicht was Gutes bringt. Und jeder von uns weiß genau, wenn du gut also bist oder warst und keinen Schirk machst, du bekommst das beste Belohnung. Du bekommst Paradies. Du bekommst Paradies. Allah Azza wa Jalla yaqulu kadhalik fi surati in Qunna al-Ma'idah 72, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ما دون ذلك لمن يشاء. Das heißt, الشرك, Allah Azza wa Jal, hier gibt es keine Diskussion. Aber
vergibt andere Sünden, kann sein auch großen Sünden vergibt ihn. يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء لكن الشرك لا يغفره الله عز وجل und müssen wir immer an Ewigkeit denken. Ewigkeit heißt Ewigkeit, subhanallah. لا نهاية. Kennt ihr bei Mathe diese Plus so? Wie heißt das? Unendlich oder wie das heißt? Ja? Ja. Das ist das. Das heißt, wenn du im Paradies bist, für Ewigkeit, und wenn du in Jahannam bist, auch für Ewigkeit, لِأَنَّ فِي الْجَنَّةِ لَيْسَ مَوْتٌ وَفِي جَهَنَّمْ لَيْسَ مَوْتٌ. Es gibt keinen Tod. Sogar in Bukhari steht, dass kommt ein Kabsch, ein Schaf, zwischen Al-Jannah und zwischen Al-Jannah und Nahr und Jahannam. Und wurde, es wird auch diese Schaf geschlachtet. Erstens, er wird rufen, ja, Ahl al-Jannah. Und ja, Ahl al-Nahr. Ihr bleibt für Ewigkeit. Es gibt keinen Tod mehr. Fal-Mautu, Tod selber wird geschlachtet. Und dafür immer bleiben Khalidina fiha abada. Und wir haben auch oft gesagt, dass die Kuffar, wenn die in Jahannam sind, die hoffen nur ein, also, dass sie nur einen Tag frei haben. Die werden nicht bekommen. Und dann auf einmal kommen die auf die Idee. Die möchten auch nur, dass die auch nur sterben. Auch innakum makitun. Malik Jahannam, der wird sogar sagen, innakum makitun. Ihr werdet für Ewigkeit bleiben. Das heißt, eine Stunde keine Ruhe, ein Tag keine Ruhe und dann die wünschen, dass die nur einfach sterben. Nix. فاللهم اجعلنا من الموحدين واجعلنا من الذين إذا استمعوا قولا اتبعوا أحسنهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم.